im Trainingslager, was mich sehr gefreut hat, in Teneriffa oder auf Teneriffa abgeschlossen. Waren dort für 14 Tage oder ich glaube ein bisschen mehr, 16 Tage zusammen. Ende Januar gab es dann eine KLD und bei dieser KLD-Überprüfung kam eben auch von unseren Trainingswissenschaftlern aus Leipzig und aus Hamburg das Feedback, dass sich alle, die dort gewesen sind, wirklich extrem positiv entwickelt haben, sehr, sehr gute Werte in allen Bereichen, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Technik erzielt haben, sodass das der richtige Weg ist, den wir dort gehen. Und es wird sicherlich den einen oder anderen, so denke ich mal jetzt, Qualifikanten auch jetzt für Kasan aus diesem Team geben, aber wie du richtig sagst, es ist ausgelegt auf 2020 und wir verjüngen das Team ja auch bewusst. Im letzten Jahr, darf ich auch daran erinnern, waren Leute wie Philipp Heinz, Christian von Lehn, Christian Diener, Sarah Köhler, das sind alles aus dem Perspektivteam mit erwachsenen Sportler, die sind jetzt mit unsere Top-Sportler im Olympiateam und dafür rutschen junge Schwimmerinnen wie Lia Neubert oder Julia Moczynski im Jahrgang 2000 nach, von denen erwartet jetzt keiner eine Teilnahme in Kasan. Dann danke auch erstmal dir, Henning, und eure Fragen bitte. Marco hat es gerade angesprochen, die Entwicklung im Brustschwimmen, gerade dass die 100 in der Relation ja auch mal schneller werden und dass sich dann eher auf die 200 konzentrierst. Ja, wahrscheinlich ist denn ein Start in Kasan nur wie 200 nicht in die 100. Du willst erstmal den Saisonverlauf abwarten, wie sich das deine Leistung wie 100 über die Nebenstrecke entwickelt. Ja, also ich sag mal, wenn ich unter 59,5 schwimme, dann würde ich mir es vielleicht nochmal verlegen, im Sommer zu starten. Aber ich denke, wenn ich ungefähr so bleibe wie letztes Jahr, dann werde ich es auch so wie bei der EM machen und mich auf die 200 konzentrieren. Weil das einfach sinnvoller ist, weil die 100 liegen wieder vor den 200. Und ja, ich denke, das wären dann unnötig verschenkte Körner einfach im Vorfeld. Weitere Fragen von euch? Ja. Ja, Marco, wenn in der breiten Öffentlichkeit der Name Paul Biedermann ein bisschen höher gehandelt wird, hast du allein für die Leistung die Nummer 1 bis die Nummer 1 im deutschen Schwimmsport. Nimmst du diese Rolle an und verändert das vielleicht auch dein Verhalten im Team? Oder weißt du, du wirst mal ein bisschen der Eigenbrüder? Ja, ich sag mal, wenn jemand Rat und Tat von mir haben will, stehe ich ihm natürlich gern zur Seite und versuche da zu helfen, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine außergewöhnliche Position im Team hätte. Sagt denn der Henning dazu? Ja, die drei, die im Elite-Team sind, das sind alles relativ introvertierte Typen. Ich glaube aber, das ist vollkommen okay so und die muss man auch nicht ändern. Da ist jetzt keiner bei, der sehr laut ist, der sehr ja, extrovertiert ist, der das Team anschreit oder die ersten Jubelstürme auf der Tribüne loslässt. So ist weder Paul noch Marco noch Steffen. Aber alle drei sind eben fürs Team immens wichtig, weil genau das, was Marco eben sagte, wenn jemand eine Frage hat, wenn jemand einen Tipp braucht, wenn sich jemand irgendwo vorm Rennen komisch fühlt, dann sind alle drei immer für sie da. Und das ist eigentlich, finde ich, intern das Schönste. Noch weiter, Marco mal, ja? Weißt du schon, was dein zweiter Wettkampf dann zur Bestätigung der Normen sein wird? Also ich mache noch Sie und Otto machen noch Sumtor mit, deswegen. Ich denke, das ist relativ egal eigentlich. Ich denke, das sollte eigentlich jederzeit machbar sein, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Peter? Ja, auch eine Frage an den Marco. Wir haben ja gerade noch im Brustschwimmen über die 200 Meter Strecke mit dem Junior-Europameister Max Pilner, der aus dem Perspektivteam kommt und dann glaube ich auch noch drin ist. Auch eine starke Kraft. Wie siehst du ihn oder wie siehst du seine Leistungsentwicklung und was ist von ihm in der Zukunft zu erwarten? Und ja, die Frage gebe ich dann auch gleich in den Händen weiter. Also den Max kenne ich auch schon ein bisschen länger, der ist ja auch im DVG Junior Team zum Beispiel, mit dem war ich auch schon zusammen auf Teneriffa, wir haben Techniktraining zusammen gemacht. Und ja, der entwickelt sich sehr, sehr gut. War bei DJM letztes Jahr sogar, glaube ich, ein bisschen schneller als ich damals, also ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ob es jetzt dieses Jahr wirklich für Kasan reicht, ich denke, da ist einfach auch in Deutschland noch sehr, sehr viel Konkurrenz, aber ich denke, er hätte auf jeden Fall die Möglichkeit, es auch vielleicht dieses Jahr schon schaffen zu können. Ja, schließe mich da an, genau was Marco gesagt hat. Wenn, glaube ich, im Moment geht es für ihn auch eher über die 200 Meter. Er ist ja auch jemand, der sich über die 200 Meter ähnlich wie Marco ein bisschen wohler fühlt. Und da sehe ich momentan, klar, Marco ist vorneweg und dahinter, glaube ich, könnten um diesen zweiten Platz der Christian von Lehn und der Max Pilner, beide aus dem gleichen Stall, beide aus dem gleichen Bundesland, können sich da ein bisschen selber streitig machen und schwer machen, wer diesen Platz einnimmt. Nils Wichglasen ist momentan nicht hier, der über die 200 Brust auch immer gut ist. Zumindest mein Stand der Dinge ist, dass er nicht aus Amerika rüberkommt.
Und Janik Lindberg hatte einige Verletzungssorgen und Probleme in der letzten Zeit, sodass ich glaube, oder dass ich nicht glaube, dass er in der Zeit, in derzeitiger Verfassung 2.11 schwimmen kann, was so ganz roundabout die Norm ist. Aber den beiden anderen, Christian und Max, traue ich das durchaus zu. Wenn es vier Hürden gibt zur Qualifikation für die WM, wie sieht denn dann die Normzeit aus für die erste Hürde, damit die überhaupt dann die zweite Hürde dürfen? Also die allererste Hürde ist sozusagen, wenn Sie hier bei den deutschen Meisterschaften in den Vorlauf gehen, die Vorlaufnorm. Die zweite Hürde ist dann die Endlaufnorm. Und die Vorlaufnorm macht sich fest am Platz 22 der Weltmeisterschaften aus Barcelona über die entsprechende Strecke. Und die Endlaufnorm macht sich dann fest am Platz 14 aus Barcelona über die entsprechende Strecke. Also wenn sich Marco noch qualifizieren müsste, muss er ja nicht, aber wenn, dann müsste er im Vorlauf so schnell schwimmen wie damals Platz 22 aus Barcelona und im Endlauf wie Platz 14 Barcelona. Daraus abgeleitet gibt es dann einen prozentualen Aufschlag von 1,25% und diesen Aufschlag, die Zeit sozusagen mit diesem Aufschlag, mit dieser Erleichterung unsererseits, die muss dann nochmal geschwommen werden, ja, im Rahmen von Nancy, der Mare Nostrum Tour oder den German Open. Marc. Marc, du hast ja an einigen Stellschrauben in den letzten Jahren auch gedreht, zum Beispiel in der Ernährungsumstellung. Wo siehst du denn jetzt zum Beispiel im technischen Bereich noch Potenzial, um auf die gemischten 2 und 6 zu kommen? Was ist da noch drin? Irgendwie? Das muss doch ganz, ganz keine Nuancen. Gibt es da einen Bereich, wo du sagst, da geht noch ein bisschen was? Oder? Ja, also ich glaube, dass es in dem Bereich nicht mehr großartig, also große Sachen sind, die man verbessern kann. Ich denke, an der Wende kann man vielleicht noch das ein oder andere Hundertstel rausholen, vielleicht bei der Drehung, dass man da noch ein bisschen schneller anhockt und noch schneller wieder wegkommt, aber sonst, ja, also mit meiner Technik bin ich momentan eigentlich sehr zufrieden, wie es aussieht. Start auch, Tauchzug auch, also es wird langsam eng. Wobei man ja munkelt, dass Marco in der letzten, im letzten Jahr trotz dieser fantastischen Zeit von 2.07.4, der geschwommen ist, noch schneller hätte sein können, wenn er auf der letzten Bahn etwas ruhigere Frequenzen geschwommen hätte. Also ich will damit nur sagen, vielleicht ist die Technik nicht das entscheidende Kriterium, sondern die Taktik, wie er schwimmt. Aber sicherlich, es sind Nuancen. Wir haben auch eine neue Regel zum Brustschwimmen. Vielleicht hilft die ihm, also der extrem gut gleiten kann, auch nochmal einen kleinen Ticken schneller zu werden. Zusätzlich mit natürlich immer verbesserten Kraftwerten, die er auch immer zeigt. Ich war live dabei, der Junge neben mir drückt wirklich 145 Kilo. Das ist erstaunlich, wenn man daneben liegt und das mal versucht. Also das ist wirklich klasse und ich glaube, da findet er einen guten Weg. Technik ist gut, Kraft ist gut, Ausdauer ist gut. Und wenn er jetzt noch ein bisschen an der Taktik in der einen oder anderen Ecke feilt, dann glaube ich, sind das schon realistische Zeiten, die er sich da vorgenommen hat. Frage? Du hast gerade kurz bei die USA angesprochen, da gibt es ja ein paar, die da unterwegs sind, auch die Leistungssteuerung. Wie macht ihr das? Also wie übermittelt ihr da Leistungsdaten von den Sportlern, die dann da unterwegs sind? Weil die müssen ja auch irgendwie bei euch mit erfasst werden. Und vielleicht so einen kleinen Überblick über die, die da wirklich gut sind, wie sind die und so drauf? Also es ist so, dass einige, die drüben sind, offensichtlich sehr gut sind, aber auch keinen besonderen Bezug mehr zu Deutschland haben, so eine Laura Simon zum Beispiel. Die scheint da 200 Brust, 100 Brust ordentlich unterwegs zu sein, aber ich zumindest kenne keine Ideen von ihr, dass sie mal wieder rüberkommt und an deutschen Meisterschaften teilnimmt. Muss man dann leider so akzeptieren, obwohl es sicherlich schön wäre, wenn sie es täte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Schwimmerinnen wie eine Teresa Michalak, die sich drüben vorbereitet, die aber auch sowohl bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften als auch jetzt zu den Langbahnmeisterschaften rüberkommt und sich auch für das Team für Kasan qualifizieren will. Ich denke, da ist es unheimlich viel, wirklich so, was die Sportler selber wollen. Wenn die sich drüben in Amerika, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen einigeln wollen und loslassen wollen, dann können wir da nichts machen. Auf E-Mails kann man antworten oder muss man nicht tun. Aber wenn da die Bereitschaft besteht, zum Beispiel Nils Wichglasen, den ich eben schon mal nannte, ist ein sehr, sehr kommunikativer Typ, der schreibt mir sehr oft E-Mails, der Herr Nick Kresser genauso, mit dem die Petra Wolfram da hauptsächlich in Kontakt ist. Das heißt, der erklärt schon, ich kann jetzt kommen, ich kann nicht kommen, ich habe jetzt das und das vor oder mein großes Ziel sind die Spiele, deshalb bleibe ich jetzt, schreibe jetzt die Klausuren, die zum gleichen Zeitpunkt fallen wie eure nationalen Meisterschaften. Deshalb muss ich diese bittere Pille schlucken, kann in Kasan nicht dabei sein, hoffe aber auf die Spiele und, und. Also da ist eben so, von A nach Z ist alles drin in der Bandbreite. Nachfrage dazu, wer kommt jetzt aus den USA, neben Therese Michalak zu der M, um sich zu qualifizieren? Oder müsste der Harry mir mal helfen, wer das aus Amerika alles ist? Also Frankie. Oder Frank müsste uns da nochmal helfen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht bei jedem, ich weiß, der Nils Wichglasen kommt nicht, ich weiß, der Nick Gresser kommt nicht, das sind die beiden, von denen ich weiß, dass sie definitiv nicht kommen.
Dimitri Kolupajew hat aufgehört, wird dementsprechend auch nicht mehr kommen. Ich weiß, dass, wie gesagt, eine Theresa Michalak kommt. Ich weiß, eine Laura Simon kommt wieder nicht. Aber ich müsste jetzt wirklich das Repertoire ganz weit aufmachen. Björn Hornickel kommt meines Wissens auch nicht. Richtig oder falsch? Meines Wissens nach nicht gemeldet. Aber ich habe das Wählergebnis jetzt auch noch nicht, von A bis Z durchgeguckt. Deshalb bitte ich da um Verständnis. Weiß ich nicht 100%. Sind noch weitere Fragen? Wenn dies nicht so ist, dann bedanke ich mich erstmal hier bei euch hier vorne, dass ihr heute bei der Pressekonferenz dabei wart. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid und wir sehen uns später in den nächsten Tagen ja dann regelmäßig auch in der Halle. Wie gesagt, nochmal, falls noch Fragen zu Steffen Deibler bestehen sollten, die Petra Wolfram ist noch hinten. Und nochmal zur Info, um 16.30 Uhr findet hier eine Etage drüber von Arena noch ein Pressetermin statt. Soviel ich weiß, wieder mit dir. Genau, volles Programm heute. Genau. Dankeschön.